Hallo und ein herzliches Willkommen zurück, meine lieben Freunde, hier bei Pokémon Alpha Saphir. Yo, es kann weitergehen, wir sind hier im Pyroberg angelangt, haben uns hier ein bisschen durchgekämpft und weiter geht's im Text mit diesem Trainer hier. Für eine Reise wie mich sind Pokémon wichtige Weggefährten. Nein, mir egal. Backpacker Basti setzt Kecleon in den Kampf. Kecleon. Na, what's wrong with you? Yeah. Farbwechsel. So ist toll, aber eine Psychokinese reicht aus, um dich KO zu machen. Oder auch nicht. Nein, es ist ein Psycho. Oh mein Gott. Ich habe auch einen Farbwechsel. Ja, ich werde Gestein. Kannst du das auch? Du hast eine Unlichtschwäche. Weißt du das? Tschüss, Kecleon. Tschüss. Erfahrungspunkte und Basti wurde besiegt. Wie hat er meinen Weggefährten geschlagen? Wie? Ganz einfach. Indem ich draufgehauen habe. Okay, darunter ist der richtige Weg, soweit ich mich noch erinnern kann. Und nämlich hier oben ist noch was. Hallo? Hallo? Will ich kämpfen? Grabinschriften, die von Vorgehenden die erinnerungswürdigen Taten verkünden, die der verbliebene samt Pokémon zu Lebzeiten vollbracht hat und der etwegen der Nachtwelt im Gedächtnis bleiben möchten, bezeichnet man auch als Epitaph. Ich zermartere mir auf der Suche nach einem pfiffigen Spruch, der einst meinen Grabstein zieren soll. Nahezu täglich mein armes Hirn. Mein bisheriger Ausbeute ist leider alles andere als zufriedenstellend. Es gibt einfach zu viel, was ich zukünftigen Generationen in förmschönen Lettern hinterlassen möchte. Ach ja, armer Topf. Oh! Ein Meditali-Sneed! Na? Nein, das ist viel zu klein. In dem Grab ist nie nur Platz für ein Pokémon und mich. Selbst für mich alleine würde es darin ja schon arg eng werden. Nein, das reicht noch lange nicht. Wozu eigentlich immer diese liedliche Fixierheit aufs Äußerliche? Wenn man die Zeitlichkeit gesegnet hat, zählt doch das eh nicht mehr. Und ein Spukball. Yeah. Spukball ist super Attacke. Nehmen wir gleich. Spukball, nämlich für unseren Korax. Yo, Korax, du kriegst den Spukball. Den Spukball für was? Geben wir den Spukball für Raub. Ja. Und Spukball, das mache ich, glaube ich, für dich auch. Solange du noch kein bessere Attacke kriegen kannst. Mach hier auch Raub weg. Ja, yeah, Spukball. It's beautiful. Die Steinkante kann ich auch noch jemand beibringen. Ah, ja, ja. Das Problem ist, du hast ja den Himmel hebt den Zertrümmerer noch drauf. Das ist das Problem, mein Gutster. Und der Tempo-Hieb ist noch wichtig eigentlich. Eigentlich ja, aber... Ja, ich lasse es so, wie es ist. Nein, ich lasse es so, wie es ist. Ich lasse es jetzt erstmal so. So, weiter geht's im Text. Aber Spukball ist nice. So, dann sind wir hier draußen vom Pyro, aus dem Pyroberg. Oha, oh. Was war das? Na? Ein Vulpix. Oha. Oh, ja. Hey, Vulpix, was geht bei dir? Ein wildes Vulpix erscheint. Fertig, aktiviert Feuerfänger. Zauberblatt, das wirst du überleben, mein Freund. Ja. Ja, locker, Bürde. Ah, danke. Sehr effektiv, du Sau. Egal, Ball, Superball und Ball wird geworfen. Zack. Und Vulpix ist drinne. Yay. Da haben wir es gefangen. Erfahrungspunkte und Vulpix gibt einen Eintrag in meinem Pokédex. Yay. Feuer registrieren. Im Vulpix-Körper brennt eine Flamme, die niemals erlischt. Am Tage, wenn die Temperaturen steigen, stößt dieses Pokémon Flamme aus seinem Mund aus. So schützt es sich davor, dass kein Körper zu heiß wird.
Jo, du kriegst aber keinen Spitznamen. Nee, nee, Whippix, du nicht. Nein, weil hier gibt's besondere Pokémon. Aber ich muss mich ein bisschen heilen, glaube ich. Ah, das mache ich weiter oben. Oh, ein Pokémon kommt auf mich zu. Ein Schuppet natürlich. Warum auch nicht? Immer diese Schuppets. Fährte aktiviert. Schnüffler. Ja, du hast Schnüffler. Schnüffler, Schnüffler, Schnüffler. So. Kein Item. Dann kann ich hier hoch. Ist da was? Ah, da geht's weiter hoch. Das ist ein Item. Das ist eh nur ein Wingull. Oh! Was kommt da auf mich zu? Ah, ein Vulpix. Ich hab dich leider schon. Tut mir sorry. Zack, Pferd aktiviert. Feuerfänger. Und die Flucht. Du bist entkommen. Entkommen, entkommen, entkommen. Ja. No. Ich will das Item da unten. Was war das? Was war das auch? Ja, es war ein Vulpix. Okay. Ihr Licht. Nehmen wir mit. Natürlich. Nein, Vulpix. Sorry. Oh, da oben ist ein Item, auf jeden Fall. Ja, müsste... Oh, halt ihr auf dem Pyro-Bär. Ist hier hinten was? Nein. Grabsteine kann ich nicht angucken. Hier wird's nebelig. Aber erstmal den Top-Trank. Ja, mitnehmen. Yay. Da hinten ist was. Da! Top Ether! Yeah. Nehmen wir mit! Ist da hinten auch noch was? Ach, das ist da oben wahrscheinlich, wie es aussieht. Hm. Das ist nix. Okay. Und hier sind Team Aqua Rüpels. Okay. Das heißt, ich muss mich mal ein bisschen heilen. Super Drang. Oh. Hier, Supertrank. Supertrank. Kriegst auch einen Supertrank, obwohl ich dich wahrscheinlich eh nicht einsetzen werde. Ein Beleber für dich. Habe ich noch Sprudel? Kumumilch. Yay, yeah, Kumumilch. Für dich. Zack. So. Wer darf gegen Team Aquarüppel natürlich kämpfen? Wer möchte? Hier, Marco Hipster darf. Der braucht noch ein Level. So, hey, Team Aquarübel. Na, hey, ich kenne dich vom Schlottberg, der Tag der Abrechnung ist gekommen. Meinst du? Dann schauen wir mal, hä? Team Aquarübel setzt Slimer in den Kampf. Slimer. Dann legen wir los. Marco Hipster. Ja, ja, Surfer Weckrufer. Sag ich, ja, Mogelieb. Erstmal ein bisschen Schaden. Kann ich angreifen. Oh, und ein Weckruf. Bam. Oh, es reicht nicht. Nein, es reicht nicht. Oh, Fluchtwert. Fluchtwert. Surfer ist doch immer so eine Attacke, die gern trifft. Oh, nein. Mano. Mano. Surfer ist bei mir noch nie daneben gegangen. Was soll das? Surfer ist doch eine Tage. Nee, will mich doch verarschen. Hättest du noch vergiftet am besten? Abschlag trifft. Natürlich nicht! Spiel mobbt mich! Spiel mobbt mich! Spiel mobbt mich! Ja, genau! Wie oft kann ich da hingehen? Ja, geht doch. Mein Gott. Slimer, Mann. Nervensäge. Tschüss. Und Rüpel wurde besiegt. Ah, schon wieder von einem Kind besiegt. Tja, so kann das vorkommen. Und du, Rüpel? Was glaubst du, wer du bist? Das kann ein kleines Kind schon gegen uns ausrichten. Zeige ich dir mal. Kriegst aufs Maul.
Ja, ja. Du, genau du. Team Aquarübe setzt Kanivania in den Kampf. Ein Kanivania. Guck mal. Ich hau dir einfach aufs Maul. Oh, Ostern. Naja. Man muss früher aufstehen. Guck mal. Bam! Tschüss, Kanivania. Tschüss. Tschüss. Wurde besiegt. Erfahrungspunkte. Und ein Magnaien. Komm, gib ihn mir. Gib mir den Magnaien. Bedrohr? Nein. Dann kriegst du auch einen Weckruf. Das müsste eigentlich für dich reichen, Itemsperre. Wow. Egal, Weckruf. Bam. Und One-Hit-KO. Tschüss, Magnaien. Erfahrungspunkte und ein Level Up. Yay. Und Rüppel wurde besiegt. Ich gebe um, Mann, bist du stark. Oh, ich bin stark. Oh, ich bin echt stark. So. Korax darf mal wieder kommen. Oh, jetzt gehen wir erstmal hier rüber. Da müsste irgendwo ein Item sein, hä? Na, da. Zink! Mitnehmen. Das ist nix. Und da drüben. Was ist da? Oh, oh, ein Megastein. Ein Panettone. Nehmen wir natürlich mit. Sonst hier noch was? Oh, ein rolles Pokémon. Und was kommt da auf uns zu? Eine Meditite. Eine Meditite. Das habe ich noch nicht, aber es wird wahrscheinlich keine Attacke überleben von mir. Zauberschein ist sehr effektiv, Psychokinesis zwar nicht. Bleibst du drin, wenn ich dir einfach einen Ball an den Kopf schmeiß? Schauen wir mal. Bam! Bleib einfach drin, komm. Nein, natürlich nicht. Psycho Plus. Deine Status werden. Psychokinese. Gucken, ob er das aushält. Nein. Natürlich nicht. Tschüss. Mano, meine Titte. Schauen wir mal, ob ich hier noch was anderes finde. Dreimal oder so muss ich auf jeden Fall. Okay, Schuppet. War aber nix. Schnüffler. Okay. Schnüffler, Schnüffler. Und? Was kommt noch? Was kommt noch auf mich zu? Ein Vulpix. Okay. Einen mache ich noch und dann gehe ich weiter. Tschüss, Vulpix. Tschüss, tschüss. Und als letztes Pokémon. Noch mein Vulpix, okay. Will nicht so, will nicht so. Will nicht. Will einfach nicht. Tschüss. Rest entkommen. So. Weiter im Text. Hallo? Hey. Rüpel. Ich werde dir zeigen, wie gefährlich wir von Tierquark wirklich sein können. Dann zeig mal, was du kannst. Setz Magnaien in den Kampf. Magnaien. Auf geht's. Ob es zwar unleicht, aber interessiert mich nach. Ich hab den Zauberschein, aber erstmal die Mega Evolution. Bams. Mega Simsala. Fährte und Rasanz. Zauberschein. Star, schenke ich dir. Und One Hit KO. Haha. Erfahrungspunkte und ein Level Up. Yay! Gedankengut, wow, wäre schon eigentlich fett, aber. Strauchler, Strauchler, ja, ich mach Strauchler weg. Dann kann ich Simsala einmal boosten und dann geht er ab. Gedankengut! Golbat, ja, komm. Gib mir den. Das Opfer. Eine Psychokinese reicht vollkommen aus. Bam, so und tschüss, Golbat. Zack. Und Rüppel wurde besiegt.
Du willst mir Alleingang mit Timako aufnehmen? Ich lache mich so scheckig. Ja, scheckig, schreckig, scheckig. Oh, oh, oh. Oh. Hey, du bist also für diesen Aufruhr verantwortlich. Warum geben halbe Portionen wie du nie Ruhe? Tut mir leid, Kleiner, aber ich habe gerade keine Zeit, um mitzuspielen. Der Schatz des Pyrobergs, der blaue Edelstein, gehört endlich uns. Los, Wolfgang, das ist Job für dich. Ist schon gut für Athletic Skipper. Der Kleine braucht dringend jemand, der ihm ein paar Manieren beibringt. Also zeig ihr, was ein Hake ist, aber übertreib's nicht, ja? Mit diesem blauen Edelstein können wir das legendäre Pokémon auch ohne die Macht des Meteoriten erwecken. Jetzt brauchen wir nur noch das wasserdichte Blechbüchse, die uns zu ihm bringen. Ich hab's, wir schnappen uns das U-Boot an der gerade Kraftport City herumschrauben. Also los, ihr Blindgänger, wir ziehen weiter ab nach Kraftport City. Oho, Lappen. Du gehörst, das Boss gesagt hast, mach dich auf der Abreimung gefasst. Okay, dann zeig mal Wolfgang, was du kannst. Du kannst nämlich gar nichts. Nämlich das nur ein Tohaido. Also Wolfgang, Wolfgang, Wolfgang. Also das üben wir nochmal, ja? Denn ich mache einfach mal eine Mega-Entwicklung. Und dann mache ich einen Zauberschein. Guck mal. Mega Simsalabam! Und ab geht's. Fährt er noch? Rauhaut, natürlich. Und Zauberschein. Bams. One-Hit KO. Tschüss, Tohaido. Erfahrungspunkte und Wolfgang wurde besiegt. Boah, ich hab zwar verloren, aber das hat Spaß gemacht. Ha. Tja, Wolfgang. Du alter Schlitzer, du überraschst mich immer wieder aufs Neue. Ich freue mich schon auf unseren nächsten Kampf, dann gibt's tüchtig was auf die Ohren. Tschüss. Tschüss, tschüss. Hat echt den blauen Diamant jetzt mitgenommen. Oh nein, was für eine Katastrophe, das darf aber nicht wahr sein. Wir konnten sie nur den blauen Edelstein stehlen. Der blaue Edelstein und der rote Edelstein dürfen nie voneinander getrennt werden. Sie müssen immer am selben Ort sein. Na gut, nimm den verliehenen roten Edelstein an dich. Okay. Dann nehme ich den roten Edelstein halt. Oha. Roter Edelstein erhalten. Folge diesen Schurken und bring den Edelstein zurück. Wenn ich nicht alles täusche, meint der Anführer, dass die nächste nach Gravisford City wollen. Ah, die bösen Schurken. Das war ein Plim 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 Plim. Das war ein Plim Plim. Plim Plam Plim. Plim plam plim, plim plam plim. Ah, ich komme wahrscheinlich eh zu spät. Komm, ah. Blim blim blim. Ja, yee. Dann werden wir das jetzt noch fangen. Palim palim. Na, palim palim. Palim palim. So, mit was kann ich dich angreifen und wirst es überleben? Weiß ich nicht. Werden wir ausprobieren. Ah, du hältst es aus. Bodycheck. Autsch. Du sollst dich doch nicht selber schaden. Egal, Beutel und Superball. Los. Zack. Bam, bam, bam. Und bleib im Ball. Yay. Balim, balim ist gefangen. Und ein Eintrag in den Pokédex. Windspiel weiblich. Registriert. Bei starkem Wind hängt sich Palim Palim an seinen Ast oder an den Achin eines Gebäudes, wo er seine Saugkappe auf seinen Kopf benutzt. Das Pokémon pflückt mit seinen langen Schweifbeeren und verspeist sie. Oh. Oh. Irgendwo ist hier noch ein Item. Da. Ein Carbon. Nehmen wir mit. Okay. Auf der anderen Seite noch und dann müssen wir nach Kraftport City, hä? Team Aqua aufhalten, wie es aussieht. Natürlich kommt jetzt noch ein Pokémon.
Und was kommt da auf uns zu? Eins, Schuppet. Interessiert mich nicht, Schuppet, ja? Du interessierst mich einfach nicht, ja? Flüchten, du bist entkommen. So. Da. Ein Angriffsplus. Yay. Nimm mal mit. Aber jetzt werden wir weiter fliegen. Oh, nicht zerschneiden. Fliegen. Nämlich Route 122. Zack. Uhu. Auf geht's. Yay. Und angekommen. Eigentlich wollte ich darüber. Lass mich rüber. Ja, surfen. Ich will mich kurz heilen. Zurück. Heil mich. Ja, dumm. Gut, dann würde ich mal sagen, das war's mit dem Part für heute. Im nächsten Part werden wir noch unten die Route abgrasen und die Pokémon-Trainer auf die Mütze hauen. Ja, und dann werden wir zu Grafikport City wandern. Dann würde ich mal sagen, das war's. Bis zum nächsten Mal. Ciao.